und willkommen zum neuen Video. Ich bin wieder unterwegs, ein paar Gitterboxen holen. Ja, heute muss ich aber dafür nicht so weit fahren und auch der Preis ist sehr in Ordnung, deshalb muss ich da nicht lange überlegen. Ja, 50 Stück sind da, ich bekomme leider nur 12 auf dem Anhänger. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal wegen den 3 Stück extra fahre. Muss ich schauen, in welchem Zustand die überhaupt sind. Wenn die 3 oder wenn die 15 Stück allesamt in gutem Zustand sein sollten, würde ich mich wahrscheinlich nochmal ins Auto setzen. Nicht mehr heute, das habe ich heute nicht mehr, aber ich sag mal in der nächsten Woche. Und würde die 3 noch abholen. Wenn jetzt 3 dabei sind, die vielleicht beschädigt sind oder irgendwas, naja, dann gucke ich, dass ich die 3 dort lasse, wenn das möglich ist, dass ich sie mir aussuchen kann. Das werde ich sehen und danach schauen wir mal, was wir weitermachen. Ich glaube, ich habe noch eine Lieferung heute, ein Schüttraummeter und ja, und dann wird auch weiter nicht so viel möglich sein, denn der Winter hat uns wieder voll im Griff. Ja, wie ihr seht, ist alles schön weiß. Ja, bleibt mir nicht viel übrig. Das Holz, was ich geschnitten habe im Garten, also was ich jetzt mit der Kettensäge geschnitten habe, das ist alles mit einer dicken Schneeschicht bedeckt, aber dazu würde ich heute eh nicht mehr kommen. Dieses Wochenende habe ich auch keine Zeit, um was im Garten zu machen, habe ein paar andere Aufträge und deshalb mal schauen. Ich würde sagen, ich hole erstmal die Gitterboxen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder in meinem Winterwunderland zu Hause. Ja, seht's, alles schön weiß. Weiß, wohin das Auge reicht. Und hier ist die Ladung. 12 Gitterboxen. Leider alle mit Holzboden. Manche noch hier mit so einem Kunststofffüßen. Ja, also Holzpalette und Kunststofffüße drunter. Ja, die anderen mit Holzboden, aber ich sag mal, bei dem Preis ist das okay. Ich habe jetzt 15 Euro bezahlt pro Stück. Da kann man mit Holzboden wirklich gut leben. Ich würde sagen, ich stelle euch jetzt daneben, ich lade die Boxen ab, danach mache ich die Planken an den Anhänger und dann wird Brennholz aufgeladen, sodass ich das nachher auch noch wegbringen kann. Also, ihr seht, straffes Programm, nicht lang quatschen, los geht's! Holz ist geladen. Ich baue jetzt die hintere Planke noch dran, dann wird geliefert und dann ist für heute Feierabend. Und mal schauen, wo wir uns gleich wiedersehen. Weiter geht's. Wir haben einige Tage jetzt verstreichen lassen, ohne Video aufzunehmen. Ich kam einfach nicht dazu, aber heute geht es mal wieder ein bisschen weiter.
Und zwar sieht heute der Plan wie folgt aus. Ich habe ja im Zelt hinter mir noch zwei volle Gitterboxen stehen, die ich vollgespaltet habe. Die sollen jetzt mit dem Bagger transportiert werden runter auf den oder zum Lagerplatz. Danach möchte ich diesen Haufen vorgespaltetes Zeug, was da noch liegt, mit ins Zelt reinbringen. Ja, da wo im Prinzip noch der Haufen liegt, auch mit vorgespaltetem Zeug. Und danach schauen wir mal, vielleicht baue ich einen Bagger um auf den Spalter und fange noch an und spalte ein paar von den geschnittenen Stücken vor, die ich jetzt als letztes gesägt habe, ja, so dass wir hier wieder ein bisschen Reserve haben und immer am Wochenende hier ein bisschen drin spalten können im Zelt. Ich würde sagen, ich stelle euch jetzt daneben, da könnt ihr wieder ein bisschen zuschauen. Ich habe auch heute ein bisschen Unterstützung dabei. Mal sehen, wie lange er Lust hat mitzumachen. Ja, ich würde sagen, los geht's. Gesehen, was hier vorm Zelt lag, noch ins Zelt reingeräumt, habe die beiden Gitterboxen mit dem vorgespalteten Zeug noch reingekippt. Das muss ich jetzt noch ein bisschen wieder hochwerfen, damit ich wieder Gitterboxen hinstellen kann zum Befüllen. Und dann habe ich dort jetzt noch vorgespaltetes Zeug liegen, was damals nicht mehr in die Gitterboxen reingepasst hat, als ich es gespaltet habe. Das werde ich nachher noch reinwerfen, werde es noch mit dazu kippen. Und dann heißt es mal wieder spalten, sodass das Zelt wieder zugeht. Aber der kleine Mann hat jetzt erstmal keine Lust mehr. Wir gehen jetzt erstmal wieder rein und ich mache in der Mittagspause noch ein bisschen weiter, wenn es heißt für den kleinen Mittagsschlaf. Bis gleich. So Freunde, weiter geht's. Jetzt ist Mittag oder Mittagspause. Ja, Kind liegt im Bett und ich werde jetzt ein bisschen weitermachen. Ich habe mir hier schon eine Gitterbox hingestellt und da werde ich jetzt alles, was hier noch so rumliegt, reinräumen. Ja, damit wir hier wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Also quasi alles, was hier an vorgespalteten Holz rumliegt. Ja, das hier. Das werde ich noch da reinpacken. Die beiden Kollegen, die kriegt ja ein Kumpel von mir. Der möchte sich die Bank bauen. Hatte ich ja im Video erwähnt, als ich hier das alles geschnitten habe. Da habe ich die beiden rausgesucht, weil sie schön groß sind. Ich hätte zwar noch ein paar größere, aber ja, er soll sie ja auch noch ein bisschen hantieren können oder umhertragen können. Ja, und hier die Stämme liegen ja auch noch. Die sind ja alle noch zum Abtransport bereit. Also die werden ja als Stammholz verkauft. Also muss ich die nur noch aufladen und wegbringen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt hier anfangen und werde das noch in die Gitterbox reinräumen, damit es vom Dreck weg ist. Und danach mache ich mich mal einen Spalter und gucke mal, ob ich heute noch ein bis zwei Gitterboxen wieder voll kriege. Ja, müssen ja langsam mal ein bisschen vorankommen wieder. Also, ich stelle euch daneben und leg los. Kaum ist der Frost aus dem Boden raus, wird auch wieder alles zu Matsch hier. Ja, ich werde dann auch demnächst mal anfangen müssen und die Späne, was hier hinten noch jetzt von der Kettensäge rumliegt, hier mal ein bisschen zu verteilen. Ja, das hilft zwar auch nicht lange, wenn man mit dem Bagger immer drüber fährt, aber wenigstens ein bisschen.
So, das war's schon. Naja, doch wieder ein ganz schönes Stück geworden. Ich dachte, die Box wird nur halb voll. Aber ihr seht's ja, teilweise sind die Stücke halt noch ein bisschen groß. Ja, da müsste ich mit dem Bagger immer noch mal einmal mehr hinspalten, damit sie sich leichter hantieren lassen. Aber wenn man guckt, das ist nur ein Viertel von einem Baum. Das hat 25 bis 30 Kilo, wenn ich so vergleiche mit einem Zementsack. Ja, weil ja in den ersten Videos, als ich die Pappe damals geholt habe, gesagt wurde, ja, ich übertreibe mit 80 Kilo, die wiegen 40 Kilo. Ihr seid gern eingeladen, kommt mal her, versucht einfach mal so eine 25er Scheibe anzuheben. Wirklich, freue mich drauf, wenn ihr das hinkriegt. Und dann hängen wir die Waage auch noch dran, ja. Ich kaufe mir dann auch gern, wenn ihr die hochkriegt, eine Waage. Und wir wiegen die Dinger, ja. Also, wer sagt, die Dinger wiegen 40, 50 Kilo, der hatte scheinbar noch nie so ein Stück Holz in der Hand. Ja. Egal, wie auch immer, ich stelle euch um, schmeiße den Spalter ein. Aber nein, erst machen wir noch was anderes. Zuerst kümmern wir uns nochmal um diese Gitterbox. Und zwar, ich stapel ja nicht mehr rein, ich werfe ja jetzt rein. Und da sind diese Gitterboxen mit der Öffnung hier natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Und ich habe es ja bis jetzt immer so gemacht, ich habe ja dieses Netz. Ja, und das habe ich ja bis jetzt immer außen rum gewickelt. Natürlich verbraucht man da ganz schön Netz. Mir würde es ja eigentlich reichen, wenn ich hier so ein bisschen Netz davor habe, damit die Stücke nicht durchfallen. Deshalb werde ich jetzt mal die Rolle holen und versuche einfach mal, ob ich hier durchkomme, dass ich nur hier vorne den Bereich ein bisschen zuwickle. Spare ich natürlich einen Haufen Netz dabei, gell? Auch wenn du es dann aufschneiden würdest mal, sparst du einen Haufen Netz, was du dann wegwirfst. Ich muss nur gucken, wo ich es habe. Sieht gut aus und das sollte mir vor allem auch einige Meter an Folie gespart haben. Und so reicht es hier auch. So sollte kein Stück mehr durchkommen. Jo, das passt. Ich würde sagen, ich stelle die Boxen hin, zwei Stück an der Zahl, und dann fange ich an, von vorne her wieder wegzuspalten. Ja, damit ich dann heute Abend wieder das Zelt zubekomme. Freunde, ich habe mein Tagesziel erreicht, beziehungsweise habe ich sogar mehrere Tagesziele erreicht. Ich habe ja gesagt, Tagesziel ist es, heute Abend die Zeltplane wieder zuzukriegen. Ja, das schaffe ich, wenn die Boxen weg sind. Die rücke ich nachher noch weg mit dem Bagger.
Das zweite Ziel, was ich erreicht habe, sogar mehr als geplant, ich habe so viel wegspalten können, dass ich wieder zwei neue Boxen reinstellen kann. Ja, also ich kann zwei Boxen wieder reinstellen, zwei leere, kann die Plane runter machen und kann dann drin die nächsten Tage wieder in Ruhe spalten, wetterunabhängig. Drittes Ziel, ich habe wieder zwei Boxen vollgekriegt. Ja, mein Ziel ist es ja, pro Woche 3 Schüttraumeter zu machen. Ja, so dass ich im Jahr, also im Schnitt 3 Schüttraumeter, so dass ich im Jahr auf 150 Schüttraumeter komme. Das ist das Ziel. Dadurch, dass man nicht jede Woche spalten kann, ist es natürlich vom Vorteil, man schafft mal an einem Wochenende mal 4 Schüttraumeter, 6 Schüttraumeter, irgendwas, ja, so dass man sich einen Puffer erarbeitet. Aber jetzt habe ich schon mal wieder für diese Woche 2 meiner 3 Schüttraumeter geschafft. Morgen kann ich nochmal 2 Stunden machen. Wenn alles klappt, dann sollte ich nochmal 2 Stück schaffen. Also komme ich schon mal auf 4. Ja, und dann wird es dieses Wochenende sicherlich nichts mehr. Aber 4 Schüttraumeter ist gut fürs Wochenende. Also wirklich ist gut. Hierfür habe ich jetzt knapp, wartet mal, knapp 2 Stunden. Naja, knapp 2 Stunden gebraucht, Schüttraumeter eine Stunde. Für mich vollkommen okay. Ja, mit der Vorarbeit, die ich hatte, Sägen, Vorspalten, kannst du sagen, pro Schüttraumeter kommt nochmal eine Stunde dazu. Ja, so dass ich effektiv für einen Schüttraumeter 2 Stunden brauche. Ja, das ist ein Stundenlohn von 30 Euro. Okay, ein bisschen Sprit für die Kettensäge geht ab und für den Bagger. Okay, sagen wir mal, gehen 10 Euro ab, habe ich immer noch 25 Euro Stundenlohn. Ja, alles andere, der Bagger ist abgeschrieben. Ja, Kettensäge, okay, da müsste ich noch eine Abschreibung drauf rechnen, aber was kommt da auf den Schüttraumeter raus? Das Ding, das fahre ich wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre, wenn nichts passiert. Die Dinger sind ja unheimlich stabil. Ja, das heißt, diese 1700 Euro, was sie gekostet hat, auf 20 Jahre gerechnet, auf die ganzen Raummeter, die sie noch schneiden wird, gerechnet. Ja, was kommt da für ein Raummeter nochmal dazu? Ein Euro, wenn überhaupt. Ja, also ich würde mal sagen, von den 2 Stunden, 30 Euro Stunden und 60 Euro, ziehen wir nochmal 10 Euro für Sprit ab. Der Spalter ist abbezahlt, also der ist auch abgeschrieben schon, der ist über 10 Jahre alt. Ja, Strom ist wirklich das Marginal, das ist nicht erwähnenswert. Sagen wir mal wirklich, 50 Euro verdiene ich an so einer Kiste. Ja, wenn ich 2 Stunden brauche, sind wir bei 25 Euro. Weil ja ein paar Kommentare in den letzten Videos waren, lohnt sich ja überhaupt nicht, dauert viel zu lange. Für mich, für einen Nebenerwerb, ja, das mache ich neben meinem Hauptjob, während andere vielleicht auf dem Sofa liegen, ja, da mache ich das. Und wenn ich da pro Stunde effektiv 25 Euro verdiene, bin ich der Meinung, für mich, ja, lohnt sich das. Man muss auch dazu sagen, wir befinden uns hier im Osten, ja, wir haben auch auf Arbeit keinen Stundenlohn von 25 Euro. Das heißt, pro Stunde verdiene ich hier wahrscheinlich sogar mehr als in meinem Hauptjob, ja. Nicht wahrscheinlich, verdiene ich mehr als in meinem Hauptjob. Also, weiß nicht, was ich da nicht lohnen soll. Für mich persönlich tut es das. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, beim Holzspalten, das entspannt mich auch tierisch. Ich muss die ganze Woche hier nachdenken. Ja? Da ist es gut, auch mal einfach nur dastehen zu können und einfach mal ein bisschen abschalten zu können. Ja? Wie dem auch sei, ich bin fertig für heute. Ich mache nachher nur noch, wie gesagt, die beiden Boxen weg mit dem Bagger. Ja, dann mache ich Feierabend für heute. Und was ich noch ganz vergessen habe, ich habe hier noch 2 Boxen hingestellt, habt ihr ja gesehen. Dadurch, dass es eine Holzpalette ist und dadurch, dass ich jetzt hier wieder ziemlich matschig wird, habe ich die auf ein paar Stücke von den IBC-Containern gestellt. Also auf ein paar zerschnittene IBC-Container habe ich die gestellt. Dadurch stehen die nicht immer in der Nässe. Klar, der Kunststoff wird auch nass, aber der trocknet auch wieder ab. Ja? Und die Feuchtigkeit vom Erdboden kommt nicht durch. Und dadurch werden die Paletten auch nicht so schnell morsch. Diese 2 Boxen sind dafür da. Eine für das Zeug, was ich nicht über den Spalter kriege, was entweder zu lang ist. Ja, ich habe so ein paar Stücke dabei, die sind um die 40 cm lang. Auf dem Spalter kriege ich 37. Ja, also alles, was über 37 cm ist, kommt in die eine Box, was noch verwertbar ist. Ja, das wird wieder so eine Box werden, die ich wieder günstig verkaufe, weil ich werde mich mit diesem Zeug, was ich nicht mehr um den Spalter kriege,
ob es nun an der Länge liegt oder ob es zu verastet ist oder was weiß ich. Damit werde ich mich nicht mehr beschäftigen. Ja? Das Zeug kommt in eine Kiste und wird günstiger verkauft. Ich habe beim letzten Mal gesehen, das war keine Stunde online, da war es verkauft, 2 Boxen. Ja? Von daher beschäftige ich mich nicht mehr damit, kostet mich viel zu viel Zeit. So, die zweite Box wird für das Holz werden, was schon ein bisschen morsch ist. Ja? Also wo ein bisschen, naja, schon nicht mehr viel Substanz da ist. Das wird Holz einfach nur für die Feuerschale. Ja? Das kommt da rein, wenn ich mal Bock habe, mache ich die Feuerschale an und verbrenne den Mist. Ja? Muss ich es nicht entsorgen. Das ist dafür da, ja? Die habe ich mir jetzt gleich bereitgestellt, die können auch dort erstmal stehen bleiben. Dort stören sie nicht so viel, vielleicht drücke ich sie irgendwann noch mal ein Stückchen nach hinten. Mal schauen. Aber jetzt stehen sie erstmal dort und ich kann das Zeug, was ich drinnen spalte, was nicht verwertbar ist, gleich reinwerfen. Weil ich habe sie bis jetzt immer hier so ein bisschen an der Seite getan. Ja, da drüben liegt noch was und das soll sich ändern. Ja, das kommt da rein und damit ist gut. So, jetzt aber. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn das so ist, wie gesagt, Daumen da lassen und auch mal auf den Abo-Button drücken, wenn ihr es noch nicht getan habt. So viele von euch schauen ohne Abo, aber schauen immer wieder Videos. Ja, das heißt, ihr könnt auch auf den Abo-Button drücken. Tut euch ja nichts, ja. Kostet kein Geld. Macht es mal. Drückt mal den Abo-Button. Dadurch erhöht ihr meine Reichweite. Dadurch wird es zukünftig auch mehr möglich sein, bessere, größere Projekte zu starten. Also ich bin mal auf eure Mithilfe ein bisschen angewiesen. Drückt mal Abo-Button, drückt mal Like. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt fleißig und gesund und ciao.